Weiter geht's weiter mit dem Sprintrennen hier. So, da haben wir auch ein bisschen was weiterkommen, ein bisschen HP sammeln können. Also Erfahrungspunkte sammeln können. Es gibt 3300, das ist sehr gut. Und mal gucken, wenn wir dann demnächst auch mit einem neuen Auto unterwegs sind. Dazu brauchen wir leider erstmal Kohle, da wir uns jetzt schon zwei, drei Mal mit den Kopf angelegt haben, verloren haben. Haben wir nicht viel Geld mehr auf dem Konto. Beziehungsweise ich habe jetzt auch ein bisschen in das Auto rein investiert. Unser Ziel soll Platz 1 sein. Das ist immer mein Ziel. Und das kriegen wir hoffentlich hin mit dem Auto hier. Da die Gegner momentan noch die gleichen Autos besitzen wie vorher auch. Gut, Kurzstück können wir auch das Standardauto besitzen. So. Wobei der Nissan mittlerweile auch sehr gut geht. Den habe ich nicht gesehen. Wobei der Flamme vielleicht groß ist. Weit über 600 Meter, fast mit 600 Meter mittlerweile. Immer diese Geisterfahrer hier. Sollten wir uns wieder ein bisschen aufs Fahren konzentrieren, sonst sind die eben nur da dran, die Jungs. Habe ich einen Punkt verpasst? Oh nein, ich bin letzter. Habe ich einen Punkt verpasst? Scheiße. Ja, jetzt habe ich es verkackt. Scheiße, ich habe nie aufgepasst. Vielleicht kriegen wir noch gerettet das Rennen. Cool, sie kleben alle schön aufeinander. Ich weiß nicht, woher ich. Ja, wunderbar. Komm. Ja, genau. Es sind noch fünf andere Autos auf der Strecke, aber wer wird verfolgt? Ich. Den einen kriege ich noch. Aber den nicht. Ich bin ein bisschen selber versaut, das Rennen. Scheiße. Na, da fahren wir jetzt nochmal. So souverän vorne weg und dann so eine Kacke. Falsch abgebogen sein. Jetzt frage ich mich gerade, wo? Ich hätte sogar fast noch geschafft, aber halt nur fast. Ja, genau. Ja. Da kommen meine besten Freunde jetzt zum Vorbei, zum Spielen.
Gehen wir mal hier auf die Nüsse. Ja, schön. So, verschwinde. Jetzt haben wir noch einen zweiten hinterher. Ich musste abbrechen. Die ganzen Spiegelungen auf der Straße haben mich zu sehr geblendet. Gut, die haben... Hier muss ich mich, ob ich verfahren haben. Sehr wahrscheinlich, ja. Gott sei Dank bin ich die Kopfsitz auch los. Die sind auf dem Sack mittlerweile. Okay, da haben sie ein bisschen was auf dem... in der Backe. Der eine fällt gerade aus. Das interessiert mich gerade herzlich wenig. Weil es jetzt gerade mittlerweile sehr souverän aussieht. Und weil der jetzt gleich davon... links kommt, mir auf den Sack geht. Jetzt machen wir es Gott sei Dank gewonnen. So, den Kopf sind wir glaube ich auch entkommen. Ja, perfekt. So. Jetzt sind wir fast gleich Stufe 6. Da oben ist noch ein Rennen. Na, das war mir fast klar. Ja, schön, dass du mich siehst. Genau, drei Leute hinter mir. Das Problem ist einfach, dass die mir jetzt wahrscheinlich wieder an der Backe kleben, wenn ich jetzt den Weg auch noch zurückfahre. Das war mir fast klar! Verschwinde mal da. Hatte ich gehofft, ja. Geil. Sekunde,
Thema hat sich jetzt eh erledigt. Thema ist erledigt. Ich mache jetzt den Kill-Switcher. Die Fahrzeuge war außerhalb der Kill-Switch-Reichweite. War mir klar. Ärger dich nicht. Schön. Ich mach dieses Angebot nicht jedem, aber ich habe ein paar nette Motoren auf Lager. Ach, sieh sie dir mal an. Vielleicht gefällt dir ja einer. Wenn ich kein Geld habe, ist das auch schwierig. Shit, Pinay. Mann, bin ich froh, gerade nicht da draußen sein zu müssen. Ich habe sowieso fast auf der Tankstelle. Das eine Rennen. Mir das 2600. Und ich hoffe, dass ich die gleich kriege. Dann kann man nämlich ja nicht weitermachen, der Scheiß, sorry. Reicht nicht, scheiße. Je nachdem, wie hoch der Multiplikator. Hm? Gleich. Ich dachte mal, komm jetzt durch bei euch da, bei den Jungs. So, hier kennen wir uns ja mittlerweile aus. So, jetzt hoffe ich, dass wir keine Cops wieder an der Backe haben.
Aua. Oh. Einmal kurz die Mauer damit rasiert. Ich tue wieder Strecke. So. Habe ich jetzt noch irgendwo ein Rennen, was noch neu ist? Was noch offen ist? Oder muss ich nochmal so ein Ding fahren jetzt? Jetzt fahre ich das Ding hier nochmal neu. Und level mich so hoch. Jetzt Platz 1 nochmal schnell. Ah, welch eine Überraschung, dass die Spinner jetzt auch wieder mitspielen wollen. Ich fahre noch genau auf der Route hier. Obwohl, sie biegen nichts ab. Gut so. Meter und keine Cops. Das reichen für 7. Ja. Da müssten wir jetzt eigentlich durch sein. Nein, das war nicht. Oh, leck mich doch am Arsch. Boah, da sind doch noch ein Level. Wie müssen wir denn überhaupt noch machen? Mmm.
schon lange nicht sieben. Wieso, was ist das für ein Level da oben? Okay, das gibt 200.000 Ring. Aua, das war zu kurz. Fast Level 7. Brauchen wir denn überhaupt noch? Ich hier auch was von, ne? Steht das nicht? Fortschritt. So. Wasser. Boah, da muss ich echt richtig Gas geben, wenn ich da... Drüber bin ich gekommen, aber nicht da rein. Könnte ich jetzt weitermachen mit der Story, mit der oder was? Nee, ne? Mach mir klar. Was muss ich denn noch? Ich muss auf jeden Fall ein bisschen was tun. Ist hoffentlich drin. So, dann fahren wir hier hin. Ja, welche eine Überraschung, dass jetzt Kopf zu Anfangs kommt zum Spielen. Und der fällt gerade aus weiter. Schnell genug. Weiter nicht.
Wo ist die Plakatwand? Hier. Ein paar Meter gefehlt. Wie viel braucht der jetzt? Das ist nämlich auch der Speedtrap da hinten. Umgereicht, perfekt. Doch am Arsch, das ist immer noch so wenig. Kacke, wie muss ich jetzt hoch? Die muss ja hier irgendwo sein. Kommt, der hat mich noch erwischt. Ach, ich muss hier durch. Oh Gott. Reicht das? Nein, reicht nicht. So, 161 brauche. Die kriege ich doch hoffentlich jetzt hin mit dem. Zu langsam. Fuck! Dann nehmen wir das mit. Welch eine Überraschung, dass die kleinen Cops wieder mit spielen wollen. Komm mal her, mein Freund. Bist du sauer, wa? Da ich auch lesen kann, weiß ich, dass ihr nicht springen könnt, ihr Idioten. Komm, komm vorbei. Ist ja. Ja toll, ja, wisst ihr, jetzt setze ich auch noch da ziehen zurück. So, entkommen. Reicht aber noch nicht für Level 7. Alter! Ich hab den Wagen gefunden, der versucht ihn nicht wieder zu verlieren. Na klar. Ich habe das Zielfahrzeug
Widerstand gefunden. Glaubst du, schnell? Das ist nicht falsch. Ja, meine aber auch. Ich brauche eine scheiß Tankstelle. Das ist mir ein bisschen zu blöd, wenn ich ehrlich bin. Wenn es um echt auf die Nüsse geht. Und ich werde nicht Stufe 7, ne? So, jetzt mal schön kommen mit denen. Nicht übel für eine Nacht. Und 200.000 gekriegt, ja. So, müsste reichen für Level 7, oder nicht? Ja, perfekt. Oh, endlich. Neues Auto. Das ist ein 350Z BMW. Zwei BMWs kann man auch mit leben. Da hatte ich, hab ich die Kohle, ich habe Teile zur Verfügung. Und die sind auf jeden Fall eine Verbesserung. Ja, und das machen wir dabei in der nächsten Folge.